Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute Abend wieder frisch gepresst. Eine Folge für euch. Vier Themen. Erstes Thema: KLM. 1000 Flüge können sie verlieren aufgrund der super Geschichte, die die Regierung macht. Zweitens: Lufthansa Allegris ist nicht nur für die Kabine, sondern auch für die Lounge. Wir haben dann weiter für euch nochmal Lufthansa-Themen, sondern SAS. Die gehen näher an SkyTeam ran. Da gab es heute eine Entscheidung. Und wir haben Sixt Statusangebot. Wer Finnair Plus Mitglied ist, kann bei Sixt sparen und Status bekommen. So, ihr seid jetzt dran. Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen, kommentieren, ganz, ganz wichtig. Kanalmitgliedschaft und Stammtisch. Und für Sven natürlich wieder am 17. November Frankfurt Stammtisch. Ich habe alles abgearbeitet, ihr müsst alles abarbeiten. Und wir können mit dem ersten Thema doch so schnell anfangen. Unglaublich. KLM. Und zwar bei der KLM ist wohl ein bisschen Problematik angesagt, weil die Regierung die Slots reduzieren will von 500.000 auf 452.500, glaube ich, und dann auf 420.000 irgendwie im Laufe der Zeit, auf jeden Fall massiv, hat ja JetBlue angekündigt, dass man dagegen Stress macht. Und das Stressmachen hat sich im Prinzip in Amerika ausgebreitet und die Amerikaner haben gesagt, hey, du willst nach Amerika fliegen, kein Ding, kein Grund zur Panik, kannst du machen, aber musst du beantragen. Ist nicht mehr so wie früher sagen, Halleluja, ich mach das. Und deshalb ist es so, dass natürlich 40.000 Flugbewegungen, die reduziert werden sollen, auf Kosten von Fluggesellschaften gehen. Und 1.000 gehen zu Kosten von KLM. Das ist unglaublich. Und diese Maßnahme hält natürlich von JetBlue Gegenwind, ist ja klar. Und andere Flughäfen in Amerika werden, oder andere Strecken in Amerika werden ja natürlich auch da ganz klar dann in Mitleidenschaft gezogen. Aber es geht ja nicht nur um Amerika, es geht ja auch um andere Länder. Das heißt also, wenn Fluggesellschaften dort in irgendeiner Art und Weise benachteiligt werden, dann werden die in Regress genommen. Ist halt so. KLM hat jetzt die Regierung gewarnt, weil man festgestellt hat, nicht gut, wie der Holländer sagt. Und, oder muss ich Niederländer sagen? Wings and Rails, korrigier mich, schreib es unten rein. Und es ist auf jeden Fall schädlich für KLM und das Netzwerk wird damit durchaus problematisch getroffen. Ich meine, was will KLM machen? Die Zukunft vielleicht ist dann auch einfach, dass man dann einfach nur noch Feeder macht für Amsterdam, Paris und dann fliegst du halt Air France als KLM. Einfach nur so Cityhopper, wie sie halt so sind. Schreibt da unten in die Kommentarspalte rein, was ihr davon haltet. Ich bin mal gespannt, was ihr da machen würdet. Wir haben dann das Thema SAS. SAS verlässt ja die Freunde der Vielfliegerkunst bei Starlines und geht zu SkyTeam über. Schade eigentlich, ich mag ja die Schweden. Und als SAS Diamond muss man ja der Ehrlichkeit halb sagen, unglücklich, aber SkyTeam, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass SkyTeam ich mag, aber lieber mit SkyTeam SAS fliegen, als mit SkyTeam Eierfranke, ne? Ihr wisst schon. Aber nun gut, so ist das im Leben und da gibt es heute jetzt ein Stepping Stone, wie man, oder Milestone, wie man im Englischen sagt. Also man hat da einen Schritt erreicht und zwar ist es so, dass man den 450 Millionen Dollar Kredit, den man hatte, zurückgezahlt hat, dass man halt auch aus dem Konkursverfahren, aus dem Chapter 11 in New York raus kann. Damit ist wirklich das Thema für die SAS relativ gut. Und die Gelder werden freigegeben dafür. Und das finde ich doch mal eine geile Sache. Man muss jetzt natürlich sagen, dass SAS sich gesund geschrumpft hat. Es gab ja da diese komische Geschichte mit dem Flugzeug. Wir erinnern uns alle irgendwie mit Irish Double Dutch Sandwich, keine Ahnung, Japan.
und so weiter. Aber diese Probleme sind alle gelöst. Geld hat man bekommen von demselben Investor wie bei der Air France und dafür ist halt jetzt SkyTeam an Bord. Traurig, aber müssen wir durch. SkyTeam Facebook-Gruppe habe ich auch, da könnt ihr auch Mitglied werden. Darf mein Gesicht nicht anfassen. Viele Grüße an meine Mutter. Auf jeden Fall ist es so, dass die dort bei der SAS anscheinend sich auch dem Schicksal in der Facebook-Gruppe ergeben haben. Ihr könnt ja gucken, SAS Eurobonus Insider. Drittes Thema und jetzt kommt das geilste Thema von heute Abend und da muss ich so ein bisschen innerlich grinsen. Irgendwie ist ja Allegris nicht unbedingt nur das neue Produkt an Bord, sondern es ist ja ein Lebensgefühl anscheinend. Andere sagen, Allegris ist eine Hautcreme, die kriegt jede Falte aus dem Arsch. Aber Lufthansa hat jetzt auch gesagt, dass man natürlich mit dem neuen Lounge-Konzept auch am Boden Allegris den Leuten näher bringen soll. Das heißt also, dass man in der Lounge Bereiche schafft, die individuell verschieden sind, weil jeder Passagier hat ja eigene Bedürfnisse, hat andere Bedürfnisse und das soll halt damit geschaffen werden, dass man halt individueller dort sich aufhalten kann. Und es ist natürlich so, dass wenn man ein Geschäftsmeeting hatte, dann ist man einfach nur müde. Oder wenn man auf Hochzeitsreise ist, dann hat man absolut andere Vorstellungen und andere Ideen, die man dort machen will. Und das will Lufthansa halt möglich machen. Und das Ziel ist es halt wirklich, diese Zonen in der Lounge ganz unterschiedlich zu gestalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, macht Sinn, aber die Hauptunterscheidungen sind halt wirklich, ob man arbeiten möchte, ob man essen möchte und ob man einfach nur was trinken möchte. Also da bin ich mal gespannt, wie das geht, aber wahrscheinlich wird es dann so sein, dass man wieder einen Barbereich hat, was ich cool finde, so einen echten Barbereich. Dann was mit Essen, dass man das vielleicht macht wie bei anderen Fluggesellschaften. Bei Qantas ist das ja auch so in der Lounge, wo war es, in Los Angeles, war das so, wo du Table Service gekriegt hast. Muss ich nicht unbedingt haben, aber dass du halt ordentliche Tische hast, wo du sitzen kannst. Und da bin ich halt wirklich gespannt. Interessant ist auch, dass man für die First-Class-Passagiere auch an Outstations ein, wie heißt das so schön, à la carte Dining-Experience haben will. Das heißt also, dass man wirklich Essen zubereitet kriegt. Inwieweit das jetzt beim Essen so ist, dass das wirklich kein Convenience-Food ist, das einfach nur vorbereitet ist, kann ich nicht sagen. Aber immerhin ist es dann so, dass es für einen persönlich warm gemacht wird. Und das ist ja dann sehr eine sehr gute Sache. Und man wird halt auch an den Sachen, wie zum Beispiel in New York, sehen, dass das halt Lufthansa thematisiert ist. Es wird dann auch eine New York thematische Bar sein. Das heißt also, dieses Ganze wird dann nochmal New York aufnehmen. Das finde ich halt interessant und wir wissen ja alle, dass Bars doch durchaus interessant sind, wenn man Leute kennenlernen will und reden will. Weil das gibt es ja immer wieder. Es ist ja nicht jeder so schüchtern wie ich. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, wann in den Lounges das Ganze geht. Und wenn man ehrlich ist, muss man ganz sagen, dass das Allegris-Konzept schon durchdacht ist. Es ist halt nur schade, dass die jetzt ja, erst Mitte 2024 kommt. Das ist halt der alte Fußballerspruch. Schwieriges Wort. Darauf muss ich gleich einen trinken. Auf jeden Fall ganz großer Sport. Und ja, also ich hoffe mal, dass wir da dann Spaß bekommen werden mit der neuen Allegris. Also ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Und nicht 7 Jahre dauert, bis alles durch ist. Jetzt gibt es als letztes Thema, und da muss ich noch die Uhrzeit festhalten, 08:52. Sixt ist ja immer wieder bei euch beliebt, weil Sixt auch coole Mietwagen hat. Ich selber habe ja in den USA einen BMW X7 gehabt, habe auch ein Cabriolet von Sixt gehabt oder in München halt so ein, was war denn, 850 irgendwas. Also geile Autos und so weiter und so fort. Und die haben jetzt eine Aktion. Wenn ihr bei Finnair Status habt, dann gibt es ein Angebot. Und zwar, da Finnair 100 Jahre alt geworden ist, hat man bei dem Angebot das jetzt so gemacht, dass man einen Sixt-Status bekommt mit seinem Finnair-Status und 5000 Finnair-Plus-Punkte, nur wenn man für die erste Anmietung sich einträgt. Also das heißt, ihr müsst Neukunden sein. Die Aktion dauert bis zum 31. Januar und das ist doch mal eine coole Sache. Also Reservierung vom 1. November bis zum 13. November, Buchungszeitraum 1. November bis 31. Januar. Dann gibt es für jeden Plus-Mitglied, das den Status-Match macht, die 5000 Punkte. Und dann gibt es nochmal pro Buchen, glaube ich, auch nochmal 2000 Punkte
für jede weitere Buchung. Gilt für alle Mietkategorien, 2 Tage Mindestmietdauer und weltweit. Ihr könnt überall anmieten. Das finde ich doch eine coole Sache. Und als Benefit für den Status geben sie, wo sehe ich das gerade, Special Member Rates, bla bla, Kompensation. Er sagt, ist das jetzt der Platin-Status? Das glaube ich gar nicht. Nee, er sagt mir das leider nicht. Platin, doch, ist Platin-Status. Respekt. Also, insofern eine coole Geschichte. Jetzt hatte ich die Frage des Tages natürlich vergessen. Aber ihr wisst ja, am Ende der Sendung gibt es die Frage des Tages. Die Platin-Karte von Sixt, aber von mir die Frage des Tages und die lese ich euch vor. Wie findet ihr das Allegris Lounge-Konzept? Welche Erwartungen habt ihr an das Konzept? Schreibt unten als Armchair-CEOs, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Und ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Wie lange haben wir jetzt? 10.54 Uhr. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich erstmal in die Lounge. Ist gleich Lounge-Zeit. Also, viel Spaß. Ciao, ciao. Ich bin hier raus und für euch gibt es an dieser Stelle, ich suche ihn gerade schon wieder, den Abspann. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Ciao. Thank you.